Nee. Ja, ich hab's vermutet. Mach mal so. Ah, hier kommt es auf jeden Fall deutlich besser ran. Obwohl es mit denen hier doch besser geht. Jetzt rennen wir alle hoch. Die sind wirklich perfekt zum Zerstören. Ich meine, eine Axt ist ja auch wirklich perfekt, am Holzgebäude zu zerhacken. Noch mehr als ein Schwert. Obwohl ein Schwert ja wirklich so eine Universalwaffe ist. Alles noch. Ich höre. Vorwärts! Ja, ich glaube, ich erwische mal wieder jemanden. Ach du Scheiße. Ah, da kann nichts machen. Warte mal, bis er verhungert ist. Nicht so riskant, dass er einen Stein schießt. Ja, es gibt nichts mehr zu essen. Die haben nur einen verdammten Gasthof. Läuft sie unten mal weiter? Ja. Ihr schafft das. Hier daneben bauen wir gleich das Weingut. Du brauchst es aber noch fertig, oder? Okay, die wollen auf jeden Fall Essen schicken.
Auch mit Bolzen stelle ich mir das sehr, sehr langwierig vor. Ah, ich glaube, der ist verhungert. Perfekt. Zu Dienst! Auf dem Weg! So, ihr seid weiter am Hacken. Ich glaube, ich schicke ich dann gleich mal rüber, den Turm zu zacken. Jawohl. Ja. Da seid ihr doch in eurem Element. Ich schleife jetzt schon 20 Minuten die Wirtschaft von dem. Da merkt man, dass das Spiel jetzt nicht in Age of Empires 2 ist, in dem du in 10 Minuten wirklich einen Gegner, wenn es gut läuft, überrennen kannst. Sondern dass dieses Spiel einfach länger braucht. Finde ich aber okay. Muss ja nicht jedes Spiel gleich sein. Mach mal hier mal 50. Ich nehme überhaupt gar keine Speere, oder? Hier mal 20. Gucken wir gleich mal, was hier noch so ist. Das Lager müsste ja gleich durch sein. Ihr könnt noch einen Turm stehen. Kein Problem. Doch, Türme sind für euch schon ein Problem. Ihr seid für mich... Also im Grunde sind das die teuersten Truppen, die es ja gibt. Ich meine, man kann sie ja jetzt mittlerweile als Krieger holen. Auch wenn es tatsächlich mir lieber wäre, wenn die einfach Barbaren hießen würden. Ne? Jetzt will ich noch wissen, ist das verbunden? Kann aber eigentlich nicht sein. So schön, dass man den Turm. Und das ist ein riesiges Stück Wirtschaft. Also es wäre das Schlimmste, wenn die wirklich miteinander verbunden sind und ich hier einfach schon alles zerstöre, ohne dass er was dagegen macht. Also das Schlimmste eigentlich Spiele mechanisch. Ist natürlich praktisch, wenn du die Gegner schon mal richtig fertig... Und jetzt stell dir mal vor, mit dieser Wirtschaft produziert er halt ununterbrochen Soldaten. Und der produziert ununterbrochen Soldaten, mit denen der euch dann angreift. Die Missionen werden ganz anders, wenn ihr den Gegner machen lasst. Die werden nicht lustig. Wie gesagt, in der Mission vorher, nach 2 Stunden, kommt eine riesige Rittertruppe. So, was ist denn hier noch alles? Gucken wir mal ein bisschen. Weil das sind alles Stahlwaffenproduktionen. Hat auf jeden Fall noch was. Dienst.
Geht mal darüber. Tatsächlich hätte ich euch gerne da oben, damit ihr den Turm wegmacht. Könnte nur sein, dass sie den einfach nachproduziert haben, was irgendwo verhungert ist. Und die scheinen ja auch essen gehen zu können. Vielleicht gibt es eine maximale Reichweite für Gasthöfe. Von der ich noch nicht weiß. Wow, du liebst auch gefährlich. Oh, mach nur extra. Ja, ich brauche allein hier schon ewig, um das hier alles zu zerstören. Ich höre. Jawohl. Da ist auch keiner unten lang, oder? Mach mal weiter. Ja. Ich glaube, die sind wirklich verbunden. Weil die Truppe gehört dazu und hat nichts gemacht. Okay. Bleib mal hier. Wie kann denen das so egal sein? Ich zerstöre hier alles. Ich will mich natürlich nicht beschweren, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Du bist doch ein einzelner Armbrustschütze, du wirst jetzt nicht den Schaden anrichten, selbst wenn du einen erwischst. Ja, also sich jetzt zur Wehr zu setzen ist ein bisschen spät. Attackiert sie. Jetzt wo ich schon fast alles hier zerstört habe, brauchst du auch nicht mehr anfangen. Ich meine, der hat eine riesen Wirtschaft gehabt und lässt sie halt einfach kaputt machen. Ewig, bis ich hier überall durch bin. Jawohl. Vielleicht geht die Wirtschaft aber auch noch hier runter. Weil die Karte ist ja noch gigantisch. Aber da ist der Schaden, den ich angerichtet habe, trotzdem schon enorm. Das meinte ich, der ist gerade gestorben, weil er einen Querschläger, hier so einen Querschläger gekriegt hat. Da muss man echt aufpassen.
Ich meine, der ist doch wirtschaftlich jetzt total am Ende. Ich vermute aber, hier ist alles noch voller Wirtschaft. Ich habe die Mission ein bisschen anders im Kopf gehabt. Ja. Aber egal, wir rocken das ja irgendwie gerade. Und je mehr ich kaputt mache, umso besser. Aber es ist ja eigentlich alles miteinander verbunden. Scheiße. Nein! Ach man, egal. Ja, hätte ich es gesehen. Hätte ich es verhindern können. Habe ich aber nicht. Weder verhindert noch gesehen. Okay, wenn hier alles zerstört ist, gehen wir rüber. Ja, ey, ganz ehrlich, scheiß auf Eisen irgendwie. Ich bin aktuell absolut nicht darauf angewiesen. Ich mach das hier. Im Grunde kämpfe ich hier mit Bögen und Äxten. Mit Milizen mache ich das Spiel bisher aktuell. Wahrscheinlich wird es irgendwann wirklich nicht mehr gehen. Aber aktuell funktioniert es halt noch. Ja, zu eurem Dienst. Na, warte. Du hast keine Chance, auch mit einer Rüstung. Und jeden Einzelnen, den du jetzt da rausbringst, der wird auch nicht viel bringen. Hier oben ist schon alles weg. Ja, Stück für Stück. Geht seine komplette Wirtschaft im Bach runter. Wenn der hinten kein Nahrungsmittellager mehr hat, ist er eh verloren. Aber ich glaube, auch wenn die verbunden sind, dass die alle einzeln agieren. Also, dass hier irgendwo, dass hier zwei verschiedene Spieler quasi zusammen gemacht wurden. Ich brauche hier Platz übrigens, damit ich dann hier kämpfen kann, richtig? Kommt wieder ein Schwert. Komm, mach schon kaputt. Das war's falsch, aber. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt kaputt geht. Sondern ich habe einfach auf das Geräusch gewartet und es hat jetzt in mir getriggert. Na, da wird noch geschmiedet da oben. Noch. Oh. Alles, was der jetzt irgendwie versuchen wird, ist, glaube ich, relativ sinnlos. Klar, seine Truppen sind mir jetzt eigentlich noch höchstwahrscheinlich überlegen. Aber er hat jetzt so viel Schaden genommen. Allein durch meine Stadttruppen. Wenn die Barbaren dann fertig sind, dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich die Truppen hier oben wegmache. Mehr Platz. Die ersten liegen daneben.
Finde ich aber faszinierend, dass die wirklich verschießen können. Jawohl. Ja, alles zerstört. Scheint alles noch. Ich wollte gerade sagen, Scheiße, das ist ein Schwertkämpfer, aber nee, ist doch bloß ein Gehilfe. Wäre lustig, wenn die Gehilfen mehr Rüstung hätten, wenn sie zum Beispiel ein Schild tragen. Willst du das wirklich? Das solltest du dir echt überlegen. Naja, macht zumindest was. Aber trotzdem. Right. Das sind so viele Gebäude, die der jetzt verloren hat schon. Das tut sowas von weh. Ich wusste echt nicht, dass die miteinander verbunden sind. Kommt eine echt einzelne Armbrustschütze. Wird Zeit, es mit dieser Armee da aufzunehmen. Ernsthaft. Hast jetzt nichts anderes mehr. Ich muss ja mal gucken, wie ich das am schlauesten löse, aber ich habe schon so eine Ahnung, wie ich es mache. Zu Befehl. Ja. Abmarsch. Die sollen dann wieder in die Flanke fallen. Ich höre. Weil ich das irgendwie gerne dem Spiel mache. Ja. Schauen wir mal, dass wir die hier beschießen können. Das könnten sau viele sein. Ja. Jawohl, ja. Das sind auch so viele. Ja. Da werde ich auf jeden Fall Verluste machen. Und das nicht zu knapp. Okay. Rein da. Ihr auch. Zurück, Mensch! Den hat es natürlich trotzdem noch erwischt. Schon 3 Kilometer weg, aber trotzdem noch getroffen. Okay, die Truppe habe ich verloren. Mit rein. Ah. Jeder Barbar ist halt irgendwie bitter, wenn man ihn verliert. Das ist ein Witz, oder? Du musstest da jetzt unbedingt noch reingehen, oder? Ich meine, der hat keine Chance, aber trotzdem. Jawohl. Ja, jawohl. Ja? Jawohl. Zu Dienst. Gerne. Okay, eine Truppe ist leider tot. Kein Problem. Ihr Befehl? Sofort. Aber nichts, was sich nicht mit Milizen wieder ausgleichen lässt. Bewegt euch! Zu Befehl. Ja. Jawohl. Schauen wir mal, was er hier hat. Bewegt
Befehl. Ihr Befehl? Zu Befehl. Ja. Was machst du? Aber, ja. Aber. Ihr Befehl? Zu Befehl. Zu Dienst. Abmarsch. Ja. Aber. Ja. Hier. Formieren. Einfach, hätte einfach nur nach rechts gehen müssen. Das wäre so viel leichter gewesen. Ich habe keine Ahnung, wohin du stürmst, aber mach weiter. Ich muss ja eh kurz anhalten. Das ist ein Ende. Ich höre. Vienna! Hier auch. Attackiert sie! Der Turm muss weg. Na, bleib mal lieber da oben erstmal. Die sind noch Bogenschützen und Reiter und alles. Aber vielleicht kann ich ja gleich hier oben lang laufen. Musst du aufpassen, dass da. Ja. Bewegt euch! Jawohl! Jawohl! Ah. Los, kein Problem! Ah, noch mehr Türme! Das sind jetzt die. Die Dingens. Die bilden Gehilfen aus. Wahrscheinlich, weil die alle draufgehen die ganze Zeit. Ach komm, mach was kaputt. Ne, ich glaube, das war. Ich weiß nicht, war das dann von meinen? Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. Wenn der Turm weg ist, gehen wir auf den Turm da los. Ich habe auch nicht das Geräusch von einem Stein gehört, vielleicht habe ich es auch überhört. Ich glaube, Angriffe kommen gar nicht, weil ich die immer sofort unter Druck setze, sobald was ist. Auf jeden Fall möchte ich dann noch nicht reingehen. Ihr Befehl? Jawohl! Gerne! Ja! Ich höre Befehl! Okay. Zu Dienst! Jawohl! Bewegt euch! Nicht noch weit! Bleibt doch stehen! Hört mal auf, ihr trefft noch meinen. Geht Information, Mensch. Lief verlustvoll. Jawohl. Auf dem Weg.
Okay. Wenn der Turm weg ist, kann ich hier auf jeden Fall alles vernichten. Das macht mich hart nervös, wie die unten überall rumstehen. Geh mal lieber weg, das ist... Ich sehe schon, kommt, dass sie wieder in die Dinger da reinrennen. Aber er scheint gerade nur Milizen machen zu können. Kacktürme, ohne die wäre ich schon viel, viel weiter. Die haben schon ihren Sinn tatsächlich hier. Auf jeden Fall mal so dafür sorgen, dass die sich alle entsprechend positionieren können, weil die, wie die mitten in der Botanik rumstehen. Yeah. Finde ich kacke. Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass da noch groß was rauskommen wird. Nö, er bringt immer nur Zivilisten, um wie es aussieht. Alter, Scheiße! Zu Dienst! Zu Befehl! Ja, zu Dienst! Los! Nein! Jawohl! Ja! Feuer! Komm auf! Ihr Befehl? Zu Dienst! Gerne! Runter da! Ja! Ja! Ach, lauf doch einfach durch, Leute! Zu Dienst! Zu eurem Dienst! Ja! Jawohl! Gerne. Ja, genau das solltet ihr nicht machen. Halt. Das ist ein heilloses Durcheinander, wie ihr hier kämpft. Scheint ein einzelner Ritter zu sein. Lauf doch nicht zu den Türmen. Vorwärts! Zu dich! Ja!